Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Strickanleitung von mir und heute verwende ich ein Garn, das es auch bei mir im Onlineshop in ganz vielen unterschiedlichen Farbkombinationen gibt, und zwar das 1, 2, 3 Ideen von Prolana. Ich habe hier die Farbnummer 7 mir rausgepickt. Das ist so ein Regenbogenfarbverlauf. Aber ihr könnt mal in meinem Shop auf romifischer.de reinschauen. Es gibt noch ganz viele andere Kombinationen. Es ist 100% Baumwolle, und zwar ägyptische Baumwolle. Das ist ganz weich und sehr angenehm zu tragen. Ich weiß allerdings noch nicht, wie viele Knäuel ich für das Tuch verbrauchen werde. Ich habe mir jetzt erstmal 2 Knäuel rausgenommen. Wenn ich mehr Garn benötige, blende ich das hier unten schriftlich ein. Jetzt sind es erstmal 2 Knäule. Ich schaue mal, wie viel Gramm, wie viel Meter, genau hier steht es drauf. 100 Gramm sind 315 Meter. Ja, wie gesagt, ich schaue mal, wie weit ich komme, wie viel ich verbrauchen werde, und werde es euch schriftlich hier im Video hier unten einblenden, wenn es irgendwelche wenn ich mehr verbrauche. So, dann verwende ich die Stricknadel der Stärke 4,0. Ihr benötigt auch noch eine Schere und eine Wollnadel. Und wie immer sei an dieser Stelle erwähnt, wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich selber gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, falls nicht schon längst geschehen. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist, und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und wenn mal Fragen offen sein sollten zu meinen Anleitungen, könnt ihr diese gerne rund um die Uhr in meiner Facebook-Gruppe stellen. Auch diesen Link hinterlasse ich euch in der Infobox direkt unter diesem Video, wo ihr auch den Link zu meinem Online-Shop findet, wo ihr alles Material, das ihr für dieses Tuch benötigt, auch einkaufen könnt. Eine Sache noch, die ich sagen wollte, genau. Es ist ein Tuch, was wunderbar auch von Anfängern gestrickt werden kann. Anfänger in diesem Fall heißt, die Grundkenntnisse des Strickens beherrschen. Wenn ihr jetzt zum allerersten Mal zur Stricknadel greift und noch gar keine einzige Masche jemals gestrickt habt, rate ich euch dazu, in meinen Playlists den Kurs Stricken für Anfänger euch mal anzuschauen, damit ihr die ersten Maschenarten kennenlernt. Ich versuche das hier trotzdem so langsam wie möglich euch zu erklären, damit auch Strickanfänger mitkommen können. Und jetzt will ich nicht länger rumsabbeln. Es soll endlich losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ich zeige euch jetzt ganz langsam, wie die Fadenführung beim Maschenaufnehmen ist und ja, wie die Maschen aufgenommen werden, damit, wie gesagt, auch Strickanfänger mitkommen können. Ihr braucht keinen langen Faden abwickeln, weil wir erstmal nur mit 3 Maschen beginnen. Also ich klemme hier zwischen Ringfinger und Kleinfinger den Faden dazwischen, dann wickele ich zweimal um den Zeigefinger von unten, einmal um den Daumen herum, und dann klemme ich den Fadenanfang wieder zwischen die beiden letzten Finger. So, dann gehe ich mit der Nadel hier von unten in diese Lücke, dann zum Zeigefinger, und dann habe ich meine erste Masche. Und dann wiederhole ich diesen Schritt für die nächste Masche und wiederhole das noch ein weiteres Mal und habe dann meine 3 Maschen aufgenommen. So lang sollte in etwa der Faden sein, der Anfangsfaden, damit man den später dann auch noch gut vernähen kann. Und dann kann es auch schon losgehen mit der Reihe 1. Die Reihen 1, 3, 5, 7 und 9, die werden gleich gestrickt, aber ich zeige euch das trotzdem ein paar Mal. Ich muss jetzt hier aber noch mal kurz mein Gewühl sortieren. So. Also die Reihen 1, 3, 5, 7 und 9, die werden gleich gestrickt. Wir stricken bis zur letzten Masche rechte Maschen. Die letzte Masche, da stricken wir eine Zunahme, und zwar stricken wir eine Masche rechts. Die Masche bleibt auf der linken Nadel drauf. Dann gehen wir von hinten nochmal
durch die gleiche Masche und stricken eine Masche rechts verschränkt. Dadurch haben wir eine Zunahme gestrickt. Die Reihen 2, 4 und 6, die werden gleich gestrickt. Jetzt wollte ich hier gerade linke maschen, das ist so ein Reflex, wenn man vorne rechts gestrickt hat, dass man auf der Rückseite links strickt. Aber wir stricken ja hier durchgehend rechte Maschen. Also 2, 4 und 6 rechte Maschen stricken. Die komplette Reihe entlang. So, jetzt sind wir bei Reihe 3. Die wird ja, wie gesagt, genauso gestrickt wie Reihe 1. Also rechte Maschen bis zur letzten Masche. Bei der letzten Masche wird eine Zunahme gestrickt, also eine Masche rechts. Die Masche bleibt auf der Nadel, dann gehen wir nochmal von hinten durch die gleiche Masche und stricken eine Masche rechts verschränkt. Reihe 4 wird wie Reihe 2 gestrickt, also durchgehend rechte Maschen. Und genauso wiederholen wir die nächsten Reihen, wie ich es euch gezeigt habe. Und wenn ich bei Reihe 8 angekommen bin, zeige ich euch hier, wie es weitergeht. So, jetzt bin ich bei Reihe 8 angekommen und ich stricke wieder komplett durchgehend rechte Maschen. Im Übrigen wäre es sinnvoll, wenn ihr die erste Masche gestrickt habt, den Faden so ein kleines bisschen minimal anzuziehen, nicht zu doll, weil sonst die erste Masche, die gestrickt wird, immer so ein bisschen aussieht am Ende wie ausgeleiert, weil die sonst vielleicht ein bisschen zu locker dann wird. So, jetzt habe ich hier bis zum Ende rechte Maschen gestrickt und jetzt ist es so, in Reihe 8 nehmen wir hier am Rand 10 Maschen auf und das machen wir durch Aufschlingen. Das bedeutet, ich nehme den Faden hier mit so 2-3 Fingern, dann lege ich den Daumen hier auf den Finger, wickel den Faden einmal rum, gehe mit der Nadel hier zwischen und dann habe ich die erste Masche aufgeschlungen. Die zweite, die dritte, die vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte und die zehnte Masche. Es empfiehlt sich, das nicht allzu fest zu ziehen, weil ihr müsst ja dann in Reihe 9 da wieder mit der Nadel durch und die Maschen abstricken. Deshalb wäre es nicht allzu schlimm, wenn die ein kleines bisschen lockerer sitzen. Denn, ihr seht es, so aufgeschlungene Maschen abzustricken ist nicht immer ganz leicht. Man muss da erstmal mit der Nadel wieder durchkommen. Also, es werden wieder rechte Maschen gestrickt, jetzt hier in Reihe 9. Und zwar auch hier wieder wie bei den anderen Reihen. Dass die letzte Masche zugenommen wird. Das heißt also, dass wieder zwei Maschen in eine gestrickt werden. Und ich glaube, ich habe hier die falschen Stricknadeln genommen, weil ich hier nämlich so ab, deshalb sieht das hier ein bisschen krakelig aus. Bei mir, was normalerweise eigentlich nicht so ist, weil das sind hier so abgerundete Spitzen. Ich glaube, ich werde gleich mal umswitchen auf meine Bambusnadeln, weil die spitzer sind und dann kann man die Maschen auch leichter abstricken. Also hier wieder die Reihe komplett mit rechten Maschen und hier die letzte Masche wird wieder mit einer Masche zugenommen. So, jetzt habe ich hier alles auf meinen Bambusnadeln. Und ich hoffe, ihr könnt den Unterschied so ein bisschen erkennen, dass das hier ein bisschen abgerundeter, so flach ist. Und hier, das ist einfach spitzer. Und deshalb werde ich lieber mit der Bambusnadel weiter stricken. Nichtsdestotrotz
sind so aufgeschlungene Maschen am Rand immer ein bisschen schwieriger zu stricken. So, fädel das hier so ein bisschen vor und dann seht ihr, das geht viel leichter. Wenn die Nadelspitze ein bisschen spitzer ist. Also alle aufgeschlungenen Maschen, aber auch alle anderen Maschen werden auch hier wieder als rechte Maschen gestrickt. Und in Reihe 9, wie in allen anderen Hinreihen auch, wird die letzte Masche, wie ich ja bereits erklärt habe, zugenommen. Beziehungsweise eine Zunahme gestrickt. Aber ich wollte euch unbedingt zeigen, dass es geht. Ja, also dass ihr nicht denkt, ich fusche hier rum hinter der Kamera und zeige euch dann, tada, es funktioniert, aber habt dann geschummelt. Nein, es geht wirklich, es hängt dann wirklich mit der Nadelspitze auch zusammen. So, und jetzt die letzte Masche wieder zunehmen, also mit einer Masche rechts und einer Masche rechts verschränkt durch die gleiche Masche stricken. So, Reihe 10 wird durchgehend wieder mit rechten Maschen gestrickt. So, und jetzt werden mehrere Runden Reihen gleich gestrickt. Und ich zeige euch das jetzt hier am besten einmal, vielleicht noch ein zweites Mal, aber dass ihr wisst, dass gewisse Reihen jetzt gleich gestrickt werden und am besten ist, ihr notiert euch, welche Reihen das sind. Und zwar jetzt die Reihe 11, die jetzt beginnt. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 und 29. Diese Reihen werden alle gleich gestrickt. Und zwar beginnen wir damit, zwei Maschen rechts zusammen zu stricken. Ich musste hier so ein bisschen am Rand, gerade am Rand, so ein bisschen aufdehnen, weil es schwierig ist, so ein bisschen gleich mit der Nadel durch beide Maschen durchzukommen gleichzeitig. Also zwei Maschen werden rechts zusammengestrickt, das ist eine Abnahme. Dann werden alle anderen Maschen rechts gestrickt und in der letzten Masche wieder eine Zunahme. So, hier wieder in der letzten Masche eine Zunahme stricken, also eine Masche rechts und durch die gleiche Masche nochmal eine Masche rechts verschränkt stricken. So, und jetzt kommen wir zu diesen Rückreihen. Und zwar die Reihen 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 und 28 werden gleich gestrickt. Ich wiederhole das nochmal. Reihe 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 und 28. Die werden exakt gleich gestrickt. Durchgehend rechte Maschen, ohne irgendwie einen anderen Schnickschnack. Einfach nur rechte Maschen stricken. So, ich zeige euch jetzt noch mal ganz besonders, falls hier Anfänger mit dabei sind, Strickanfänger.
den Anfang mit dem Maschen zusammenstricken in Reihe 13. Wie gesagt, das wird ja jetzt in den nächsten Reihen allesamt gleich gestrickt. Also ich dehne hier mit der rechten Nadel die Maschen so ein bisschen auf, damit ich problemlos durch beide Maschen durchstechen kann. Und dann stricke ich beide Maschen zusammen rechts ab, als eine rechte Masche. Und habe damit eine Abnahme gestrickt. So, und dann durchgehend rechte Maschen. Und in der letzten wird wieder eine Zunahme gestrickt. So, und ich stricke das, was ich eben benannt habe, jetzt entsprechend vor und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Und zwar bin ich dann in Reihe 30. So, ich bin jetzt hier am Anfang von Reihe 30 und die Reihe 30 wird im Grunde genommen genauso gestrickt wie Reihe 8. Also ich stricke jetzt hier durchgehend rechte Maschen bis zum Schluss und dann schlinge ich wieder 10 Maschen am Rand auf. Also wieder 10 Maschen aufnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und dann geht alles wieder von vorne los. Das heißt also, die Reihen 8 bis einschließlich 29, die werden stets wiederholt. Und das ergibt dann auch hier so diese Zacken. Und auf diese Art und Weise stricke ich das Tuch jetzt weiter. So, ich habe jetzt am Ende doch fast 3 Knäule aufgebracht. Also das ist jetzt der Rest hier vom dritten Knäuel. Und es ist ordentlich groß und lang geworden. Ist wunderschön. Und jetzt ist es an der Zeit, die Maschen abzuketten. Ich verwende hier das Standardabketten, also nicht das elastische, wie ich sonst oft mache bei den Bündchen, wenn ich Bündchen gestrickt habe, dass es so dehnbar mitbleibt, sondern hier das Standardabketten, was eben, wie gesagt, auch für Anfänger einfach zu lernen ist. Wir stricken zuerst 2 Maschen rechts. Für diejenigen, die das noch nicht kennen und noch nicht gemacht haben, dann gehe ich mit der linken Nadel durch die erste Masche. Und die ziehe ich dann über die zweite Masche. Und von jetzt an wird nur noch eine Masche rechts gestrickt. Und dann gehe ich immer wieder mit der linken durch die erste Masche und ziehe sie über die zweite. Eine Masche rechts stricken und mit der linken die erste über die zweite ziehen. Eine Masche rechts und die erste über die zweite ziehen. Und das mache ich jetzt natürlich so lange, bis nur noch eine einzige Masche übrig bleibt. So, ich habe jetzt weitestgehend alle Maschen abgemacht, bis auf nur noch eine, die auf der Nadel ist. Die dehne ich hier so ein bisschen auf, kann dann die Nadel rausziehen und dann schneide ich den Faden ab und fädel ihn durch die letzte Masche und ziehe diese vorsichtig fest an. Jetzt geht es darum, dass wir den Faden vernähen müssen. Dafür nehme ich die Wollnadel und mache hier erstmal einen Doppelknoten rein, damit sich der Faden nicht nachträglich doch noch mal lösen kann. Und
Und jetzt ist es so, dass ich hier diese Abkettnaht nutze, um den Faden da durchzufädeln. Das mache ich immer so, dass ich bei der einen Masche von oben nach unten durchsteche, bei der nächsten wieder andersrum, und dann wieder von unten nach oben, bei der nächsten von oben nach unten durch die andere. Es wäre ratsam, zwischendurch auch mal durch den einen oder anderen Faden mitten durchzustechen, weil auf diese Art und Weise festigt der Faden sich bei diesem Einarbeitungsprozess beim Vernähen. Dass der eher dann auch stecken bleibt. So, wenn ich das durch ein paar Maschen so gemacht habe, dann gehe ich wieder zurück in die ursprüngliche Richtung oder zu der ursprünglichen Richtung, aus der ich gekommen bin. Und steche dann auch mal durch eine ganze Masche durch und teilweise eben halt auch, wie gesagt, mitten durch die Fäden hindurch stechen bei einzelnen Maschen. Und das muss ich natürlich dann später auch noch mit dem Anfangsfaden machen, beziehungsweise mit allen abstehenden Fäden, die ich hier so habe. Dann noch mal ein paar Maschen zurück. Und dann kann der Faden abgeschnitten werden. Und wie gesagt, wenn ihr das mit allen anderen abstehenden Fäden auch gemacht habt, dann ist euer Tuch fertig. Und ihr habt was richtig Tolles geschaffen. Wenn es vielleicht sogar euer Anfängerstrickprojekt ist, was ja recht groß ist, auch für Anfänger, super gut durchgehalten. Ihr könnt stolz auf euch sein. Und wünsche euch ganz viel Freude beim Tragen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Strickzeit, sage bis zum nächsten Mal, eure Romy, tschüss!